Guten Morgen. Also meine Aufgabe ist es hier einfach, Service zu leisten. Da sein, wenn irgendwelche Probleme sind, wenn Ansprechpartner sein. Das ist eigentlich so die wichtigste Aufgabe. Da sein für den Kunden. Also ganz wichtig ist für uns auch die 3S-Zentrale, ist für Service, Sicherheit und Sauberkeit. Wir sind im Normalfall tagsüber mit 4 Leuten im Einsatz und nachts mit 2 Leuten. Es muss eigentlich alles stimmen. Die Schnittstellen, also wenn irgendwas ist, wir haben DB-Sicherheit, die ständig im Bahnhof Streife läuft. Wir haben unser Reinigungspersonal, die immer schaut, dass alles in Ordnung ist. Unser Servicepersonal, ganz wichtig, dass wir da mit denen gut zusammenarbeiten. Für alle mobilitätseingeschränkten Reisenden, dass man denen hilft. Also anfangen durch hier in der 3S-Zentrale, wo dort mein Funkgerät. Die erste Frage ist so, gibt es irgendwelche Neuigkeiten, haben wir irgendwo eine Störung, dass wir das hier dann gleich regeln. Dann ist der Weg nach unten in zur DB-Information. Dort wird hier dann geöffnet um 6. Und dann ist mein Gang Bahnsteig 6-7, dort habe ich mein Büro. Und dort werden dann die Rollstuhlfahrer, die Liste haben wir hier dann, wo wir dann einfach sagen, okay, der eine Kollege übernimmt den Rollstuhlfahrer, hilft ihm beim Ein- und Aussteigen. Genau, das ist so der erste Gang. Also bei der Frühschicht ist es meistens so, da ist es ganz wichtig, dass der Pendelverkehr gut läuft. Also das ist dann so die erste Anlaufstelle, wenn da was schief läuft oder wenn es einfach Störungen gibt, dass es dann halt wirklich Auswirkungen hat. Auswirkungen, die wir wirklich merken an der DB-Information unten hier am Bahnsteig. Also man nimmt manche Geschichten einfach mit nach Hause. Man ist Mensch, genauso wie unsere Kundschaft, so sind es auch wir. Es gibt Situationen, wo man sagt, okay, es ist einfach dumm gelaufen. Oder es gibt aber Sachen, wo man sagt, ja, heute läuft's. Teamwork, ja, ist bei uns wichtig. Ohne Teamwork funktioniert es bei uns nicht. Also ich kann meine Arbeit leisten, aber ich bin nur dann gut, wenn das Team auch füreinander da ist.